Hi, hier ist euer Vinny. Am Donnerstag wurde in Heidelberg ein großes Geschenk für alle an Krebs erkrankten Kindern übergeben. Gerda Tschira und Dietmar Hopp schenken dem Land Baden-Württemberg einen Neubau des Hopp-Kindertumorzentrums für 85 Millionen Euro. Unglaublich, was in unserer Region alles passiert. Dr. Manfred Fuchs hat auch dazu gespendet. Warst du auch dabei, lieber Felix? Ja, ich betreue ja nicht so viele Kinder, daher habe ich es auch nur aus der Ferne mitgekriegt. Aber man muss schon sagen, wir haben schon das Glück, dass die potenten Sponsoren, die wir hier in der Region haben, auch wirklich das Geld in der Region spenden und nicht irgendwo in der Welt. Da profitiert die Medizin hier in Heidelberg schon extrem davon. Und Heidelberg ist schon sehr lange eine Exzellenzuniversität. Aber ich glaube, Herr Hopp und Co. sind nicht ganz unschuldig daran, dass wir das auch hoffentlich noch lange bleiben werden. Es ist wieder Sonntag und hier sind wir wieder. Christian hat alles im Griff und hier ist er. Ihr habt ihn schon erlebt. Professor Dr. Felix Herd, was gibt es Neues? Ja, Winnie, guten Morgen. Was gibt es Neues in der Corona-Welt? Und wenn man jetzt mal unser Puzzle da so anschaut, dann machen wir heute die 28. Sendung. Das heißt, wir sind jetzt schon seit 28 Wochen drauf. Und ich glaube auch, diese kleinen Piktogramme, die werden noch kleiner werden, weil wir wahrscheinlich auch nur ein paar Wochen draufbleiben müssen. Und da habe ich mir gedacht, ich ändere mal den Titel der Sendung, ja, weil letztendlich will's nur einer wissen und daher nenne ich das Ding jetzt mal Winnie will's wissen. Ja. Es gab früher mal eine Kindersendung, Willi will's wissen. Jetzt nennen wir es halt Winnie will's wissen. Ja. Okay. Also, was will Winnie wissen? Wir gucken uns die Welt an. Also, es nimmt halt weiter zu. Ich denke, wir werden heute leider die Millionen Tote noch reißen, spätestens morgen, wenn man die Zahlen so sieht. Also, es nimmt weiterhin zu und es sterben auch weiterhin Leute noch an Covid-19. Und darum wird die Landkarte im Moment wieder so ein bisschen mehr rot. Rot sind die Länder, wo die Erkrankungszahlen einfach steigen. Und man sieht, es nimmt eigentlich weltweit zu. Afrika sicher von den Testmöglichkeiten deutlich eingeschränkt. Daher muss man diese grünen Punkte sicher mit Vorsicht genießen, und den Asiaten, auch die Chinesen, das ist auch alles so ein bisschen fraglich, ob die wirklich alles durchmessen, aber also es bleibt einfach leider rot, die Weltkarte. Wie sieht es in Deutschland aus? In Deutschland bleibt immer wieder bei doch leicht zunehmender Erkrankungszahlen. Letzte Nacht jetzt 1400 neue Erkrankungen, aber wie gesagt, am Wochenende melden die Gesundheitsämter nicht flächendeckend und damit natürlich auch ein Meldeproblem. Am Freitag waren es über 2000 Patienten, also es nimmt auch in Deutschland so sukzessive zu mit den Erkrankungen. Was erfreulich ist, dass die Zahl von positiv Getesteten im Vergleich zu den Patienten, die getestet werden, konstant bei ungefähr 1% liegt. Ja, das schwankt so ein bisschen hoch, aber das zeigt natürlich auch, wir testen im Moment immer mehr Leute und haben da eine relativ konstante Positivrate in den Tests. Mhm. Wenn man die Landkreise anguckt, das sind die Zahlen von heute Nacht, dann sind da drei Spots. Das sind einmal in Bayern Reiserückkehrer gewesen und dann doch zwei Gegenden, wo einfach Großhochzeiten gefeiert wurden unter Umgehung von jeglichen Schutzmaßnahmen. Und dann kommt die entsprechende Problematik dazu. Also man muss schon ganz klar sagen, wenn man halt gegen die Auflagen verstößt, geht man Risiko ein und da wir halt alle dann von irgendeiner Feier wieder nach Hause gehen und dann in der Regel erst nach 7 Tagen krank werden, wird es eben gestreut. Und das macht es natürlich dann auch extrem schwierig nachzuverfolgen, weil wir unterscheiden ja so drei verschiedene Kategorien an Risiko. Je nachdem, habe ich jetzt langen Kontakt, Kurzkontakt mit dem Covid-Erkrankten gehabt. Also es kann einfach gestreut werden.
Das sind die Neuerkrankungen im Wochenverlauf und man sieht halt auch wie letzte Woche, es geht halt so langsam den Berg wieder hoch. Also wir sind im Moment leicht ansteigend für die bezüglich der Erkrankungszahlen. Das sind die Zahlen genau und man sieht die Reproduktionszahl diese Woche jetzt mal wieder über 1, also es wird wieder mehr wie einer angesteckt, ja. Bezüglich Intensiv- und Todesfällen ist das aber weiterhin ein ganz geringes Signal, sodass man im Moment eher wirklich weiterhin die leichteren Erkrankungen hat, indem man eben die jüngeren hat. Auch die Risikogebiete werden mehr. Also es wird immer wieder mehr Orange um uns, beziehungsweise es bleibt rot. Jetzt dazugekommen Tirol seit ein paar Tagen. Muss man natürlich mal schauen, die nächste Skisaison kommt, ja, und wenn die Österreicher jetzt wieder anfangen, da Risikogebiete zu entwickeln, dann wird es leider mit dem Skifahren auch nichts so Richtiges oder man muss sich eben eine Woche Urlaub unten dran extra planen, um in die Quarantänezeit zu gehen, also um uns herum eben auch mehr und mehr Risikogebiete und wenn man sich das anguckt, was wirklich neu dazu ist, Luxemburg wurde komplett als Risikogebiet ernannt, Österreich, wie schon erwähnt, Tirol und Tschechien jetzt auch, die gesamte Republik, es war nur Prag bis vor kurzem. Also es wird einfach wieder mehr mit dem Covid um uns rum. Was dann so ein bisschen das schwierig macht, auch in Tirol, da sind es drei Hotspots, also auch wirklich drei Städte, so ähnlich wie in Deutschland, aber unser RKI macht dann immer gleich das ganze Bundesland zu, also oder erklärt das ganze Bundesland als Risiko. Da wäre man jetzt gerade auch, wenn man sagt, das sind für uns Reisegebiete, die doch ja jetzt sicher häufiger von Süddeutschen besucht werden, wäre da so ein bisschen ein dezidierteres Vorgehen, vielleicht auch den Nachbarn gegenüber gerecht. Aber RKI macht halt immer gleich das ganze Bundesland zu. Was ein bisschen schade wäre, wenn jetzt die Österreicher gleich reagieren würden, dann hätten die jetzt am Wochenende Bayern zugemacht, weil eben ein einziger Landkreis ein Problem hätte. Also das muss man, glaube ich, zukünftig ein bisschen differenzierter sehen. Okay. Was wir auch sehen, das sind jetzt die Orte, wo man sich ansteckt. Und bisher war es so, dass wir eben das halbe-halbe hatten. Also die Hälfte der Erkrankungen kamen aus dem Urlaub und haben dann Reproduktionszahl einen weiteren Deutschen angesteckt. Also wir hatten da 50% aus dem Risikogebiet und die haben dann nochmal die anderen 50% angesteckt. Wenn man jetzt die Zahlen sieht, sieht man, dass die Menschen, die mit Ansteckung aus dem Risikogebiet kommen, weniger werden. Und dass sich wieder mehr in Deutschland angesteckt wird. Also dieser rote deutsche Balken, der haut da oben raus. Wir sind inzwischen da bei 30% Risikogebiet, Ausland, Urlaub und 70% Deutschland. Das heißt, wir müssen auch wieder so ein bisschen auf uns selber achten und auf unser Behavior achten und können nicht immer sagen, ja, das haben halt aus dem Ausland mitgebracht, waren die anderen. Ja, die Situation in der Region, die ist relativ stabil, da muss man sich im Moment keine so richtigen Sorgen machen. Karlsruhe unter 10, Neckar, Rhein-Neckar-Kreis 12, Heidelberg 10, Mannheim 22, also alles weit weg von den 50, alles mit auch Risikopatienten oder Risikogebietpatienten erklärbar, also hier in der Region kein wesentliches Signal. Und ich habe jetzt mal die Zahlen von der Metropolregion mitgebracht. Aus der Taskforce, also wie sieht es denn jetzt wirklich bei uns aus? Und das ist die Altersstruktur und da sieht man, die Mehrzahl der Patienten, die da September, August erkrankt waren, sind zwischen 0 und 60. Und nur ganz, ganz wenige sind älter wie 60. Ja. Also hier in der Region bezüglich der Risikopopulation älterer Mensch keine Problematik und es sind wirklich Mehrzahl Menschen, die halt aus dem Urlaub jetzt kamen, sich im Urlaub angesteckt haben und so langsam müsste die Urlaubswelle dann auch wieder weggehen und wir müssen darauf achten, dass wir eben nicht eine eigene Welle produzieren. Was tut sich bezüglich der Symptome? Bezüglich der Symptome tut sich nichts, aber wo jetzt extrem viel Bewegung
drin ist, sind die Schnelltests. Da sind jetzt diese Woche 3 Publikationen bezüglich Schnelltests gekommen. Wenn man einfach daran arbeitet, dass man nicht mehr Materialien entnehmen muss, in ein Labor schicken und dann 24 bis 48 Stunden warten muss, bis man ein Ergebnis kriegt, sondern es kommt der Versuch, diese Abstrichmaterialien so aufzuarbeiten, damit man relativ schnell ein Ergebnis kriegt. Das ist der erste Test, da wird abgestrichen. Dieser Abstrich kommt in so einen kleinen DNA-Box, so heißt das Ding. Das ist so groß wie so ein Chip, den man nimmt, um beim Einkaufen einen Einkaufswagen zu kriegen. Der Chip kommt dann in eine größere Box, der heißt Nudge-Box. Und dafür brauche ich eigentlich kein Personal. Das ist gut, wenn man sich selber traut, in die Nase tief abzustreichen, kann man es bald selber machen. Und dann geht es 40 Minuten und dann kriege ich das Testergebnis, in dem eben in dieser Box dieses Material mit entsprechenden Substanzen versehen wird. Und was die jetzt gezeigt haben, dass die Sensitivität und die Spezitivität, also wie gut erkenne ich einen Kranken und wie gut ist das, wenn er sagt, er ist negativ, der Test, waren die Daten sehr, sehr gut, sodass man sagen kann, das ist ein Test, der kommen wird. Frage wird sein, was kosten diese ganzen Schnelltests? Ist das der Roche-Test? Das ist nicht der Roche-Test. Ich stelle dir heute, weil Willi will es ja wissen, ne? Nee, Winnie, ich stelle dir alle 3 Tests vor, das ist nicht Roche. Also der okay. Roche-Test kommt als letztes. Was der Test für Vorteile hat, man kann das relativ einfach so erweitern, dass ich nicht nur diesen Covid-Nachweis, sondern dass ich auch andere Viren, die Beschwerden machen, nachweisen. Das ist natürlich einmal die Grippe, aber halt andere Sachen, die da was machen könnten. Und dann hätte man natürlich auch gleich, okay, ich habe dieses, ich habe jenes und ich kann. Hätte auch den Vorteil, wenn das dann so bleibt mit den Daten. Wir haben für Grippe ein Medikament, das nennt sich Tamiflu. Das muss allerdings innerhalb von 24 Stunden gegeben werden, sonst wirkt es nicht mehr. Wenn ich da erst 4 Tage später komme, wirkt Tamiflu nicht mehr, weil es die Viruslast senkt. Also da wäre es natürlich auch was, ich habe Beschwerden, ich sehe das Grippesignal, ich nehme Tamiflu, zumindest in Risikopatienten, das wäre eine Option. Ich habe den ganzen Keller voll, brauchst du noch was davon? Dann der zweite, da kann man sich schon überlegen, wenn man den Titel hört, wo er herkommt. Ja, der Sherlock kommt der kommt von den Engländern. Auch da wieder Abstrich, geht in den Gläschen und dann nimmt man dieses Gläschen und nimmt einen Magnet. Und dieser Magnet, also einen ganz normalen handelsüblichen Magnet, dieser Magnet führt dazu, dass sich Teile ablagern, die werden dann abgezogen, kommen dann in so eine Maschine rein, die hilft, die macht 60 Grad hitzt es auf, dann kommt ein entsprechender Farbindikator dazu und dann kommt es auf diese Teststreifen. Also auch das relativ gut, relativ einfach, relativ simpel. Der Test kann den Vorteil haben, dass ich nicht wirklich ganz tief in den Rachen muss. Der funktioniert auch nicht nur so ein bisschen am Nasenflügel innen abstreich, also weniger unangenehm. Und wohl genauso gut, da sieht man wieder die Erkennung von den Gesunden, die Erkennung von den Kranken, fast an die 100%. Auch dessen Test, der sehr einfach erscheint, mit sehr, sehr guten Daten und der auch in einer relativ kurzen Zeit das Ergebnis bringt, hat den Nachteil, ich kann nicht zu Hause allein machen, weil ich muss diesen Temperaturerhitzer haben. Den gibt es dann wieder nur in Laboren, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel bei den Krankenhäusern, wenn man Patienten, bevor man sie reinlässt, wissen will, haben sie oder haben sie nicht, weil die Krankenhäuser, die haben so etwas. Und der dritte Test, das ist das, wo Roche dann drankommt und das kommt von Frau Denkinger, die wir ja für ein paar Wochen auch analysiert haben, die wir befragt haben, ja. Claudia hat da extrem gute Arbeit geleistet und darum haben wir da jetzt auch einen Schnelltest, der relativ sicher ist, wenn es darum geht, habe ich kein Covid. Wenn es darum geht, habe ich Covid, dann ist er etwas schlechter wie die anderen Tests, aber wenn man dann
die Covid-Patienten nochmal anguckt bezüglich der Viruslast. Wir können es unterscheiden, ob jemand ist, der sehr viel Viren ausscheidet oder sehr wenig Viren ausscheidet. Dann erkennt er, wenn es um die geht, die sehr viel ausscheiden, das dann auch wieder sehr, sehr gut. Vorteil von diesem Test, ich kann es wirklich zu Hause machen, ich brauche überhaupt kein medizinisches Personal mehr. Da, wie gesagt, steigt Roche jetzt ein. Und die Universitätsklinik hat diesen Test inzwischen verbindlich für jeden Patient, der elektiv, also geplant stationär aufgenommen werden wird, weil man will einfach keine Patienten reinlassen, die nicht rein müssen, wenn sie Covid-19 positiv sind. Also das Verfahren, was hier in der Region kommt, mit den ganzen Tests, ist zurzeit die Diskussion, was kosten sie, wer bezahlt sie. Da sind enorme Preisspannen in der Diskussion, weil es muss ja irgendwie finanziert werden. Also da sind technisch vieles gelöst bezüglich der Finanzierbarkeit, aber auch noch viele Fragen offen. So, was macht die Therapie? Die Therapie macht nicht so viel, aber auf dem Thema hänge ich jetzt schon ein paar Wochen rum. Wir wissen, verstehen immer mehr mit Covid und Grippe. Und zwar kann man das alles errechnen mit Modellen, die muss man nicht verstehen, aber die Schlussfolgerung kann man dann doch zusammenfassen. Wir wissen inzwischen, dass es zu einer Überlappung von Covid und Grippe kam, im März noch, da war die Grippe am Auslaufen. Wir wissen, dass es wieder kommen wird. Und wir können jetzt errechnen, dass wenn ich eine Grippeerkrankung habe, das Risiko, dass ich auch noch Corona kriege, um das 2,5-fache erhöht. Daher sind wir natürlich in Sorge, dass wir da Doppelinfektionen kriegen, da die Grippeviren ganz klar für Corona anfällig machen. Wir wissen inzwischen jetzt auch, warum. Wenn ich eine Grippe habe, bilde ich mehr von diesem ACE2-Rezeptor aus. Das macht der Körper akut auf Reaktionen für eine Grippe. Und an diesem Rezeptor dockt natürlich mein Covid an. Ja? Weil das heißt, ich kriege eine Grippe, bilde mehr von diesen Rezeptoren und dann habe ich natürlich, wenn ich mit Covid zu tun habe, auch noch mehr Löcher, wo das Covid im Körper reinkommen kann. Also Covid und Grippe, die subsumieren sich. Also da müssen wir echt gucken. Wann kriegst du denn endlich den Impfstoff? Also der Impfstoff, das ist eine gute Frage. Der Impfstoff ist da. Okay. Aber wir wissen, dass dieser Impfstoff halt eine Zeit lang hilft. Und wir wissen, dass die Grippewelle meistens Februar, März kommt. Das heißt, wenn man sich zu früh impft, kann sein, dass der Impfstoff schon wieder, die Impfreaktion schon wieder weggeht. Ja. Darum empfehlen wir eigentlich Impfungen erst ab Mitte Oktober. Und gibt es in Deutschland nur den Vierfachimpfstoff, glaube ich. Also es gibt in Deutschland auch den, also man kann in der Apotheke auch, man kriegt auch den Dreifachimpfstoff, aber empfehlen tun wir ganz klar den Vierfachimpfstoff. Es gibt so vier Hauptstränge vom Grippevirus und man weiß nicht so richtig, welcher Hauptstrang macht jetzt am meisten Sorge. Und dann gibt es eben einen, der ganz, ganz, ganz selten ein Problem macht. Darum gibt es halt den Dreifachimpfstoff, der einfach billiger ist. Aber da, also wir immer wieder mal erleben, dass dann der vierte Strang ein Problem macht, empfehlen wir die Vierfachimpfung. Felix, du bist doch einer der renommiertesten Lungenärzte der Welt. Ja, danke. Was macht ein Asthma, Grippe und so weiter? Ist das das Gleiche, was du eben gesagt hast? Ja, also Asthma, ganz klar. Asthma, wissen wir, ist, wenn das Asthma gut behandelt ist, kein Risikofaktor für eine höhere Übertragungsrate und auch kein Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Das ist völlig unterschiedlich zu sehen von dieser COPD, von dieser chronischen Lungenerkrankung. Die ist ein Risikofaktor und die führt auch zu mehr Sterben, aber Asthma nicht. Okay. Nur diejenigen Patienten, die jetzt Asthmatiker sind und aus Sorge ihr Cortisonspray, was sie haben, weglassen, dann wird das Asthma schlechter. Das nennen wir dann unkontrolliertes Asthma. Und diese Patienten, die unkontrolliertes Asthma haben, die haben ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf. Also die Message an die Asthmatiker: A, Asthma ist kein Risikofaktor für mehr Infektionen, so wie jeder andere.
Und wenn ich meine Asthma-Medikation nehme, dann habe ich auch kein Risiko, wenn ich Covid kriege für einen schweren Verlauf. Also bitte das Zeug weiternehmen, kein Problem. Wenn wir schon dabei sind, Chef, wie schützt du deine Patienten? Ja, also gut, da gibt es ja eine Verordnung in Deutschland, dass man im Krankenhaus Masken tragen muss. Also wir tragen alle Masken. Bei uns in der Thoraxklinik jetzt ganz speziell müssen die Patienten alle durch ein Fiebertor oder kriegen alle Fieber gemessen. Und sie müssen alle die Fragebogen ausfüllen, da haben sie einen Risikokontakt. In dem Augenblick, wo sie hat oder Kontakt hatte, dann geht der direkt über einen anderen Eingang in eine Covid-Station. Okay. Wird praktisch abgeschottet. Oder wenn er beschwerdefrei ist und es nichts Dringendes ist, dann geht der Patient nach Hause und meldet sich dann wieder, wenn es ihm besser geht. Also dafür gibt es Maßnahmen. Und damit muss man auch sagen, dass wenn man jetzt mal. Also wir bei uns in der Thoraxklinik hatten einen einzigen Mitarbeiter, der sich vielleicht angesteckt hat. In der Universitätsklinik im Campus gab es ganz wenige. Das waren die Ischgler, wo man es noch nicht wusste, dass die es aus Ischgl mitgebracht hatten. Also insgesamt sind die Krankenhäuser da relativ safe. Da zeige ich jetzt auch noch im Verlauf ein paar Daten, wie das in anderen Krankenhäusern ist. Okay, gut. So. Dann, was wissen wir von Covid und Kindern? Auch da gab es neue Daten, weil wir hatten, Kinder sind wesentlich weniger erkrankt. Das hat man über alles Mögliche erklärt. Jetzt hat man es nachgewiesen. Man hat dazu 125 Patienten genauestens analysiert mit Covid, und zwar 60 Erwachsene, 45 Kinder, und dann hatten sie 20 Kinder, die einen angeborenen Immundefekt hatten. Die haben sie einfach analysiert, und was kommt raus? Die Kinder reagieren sehr viel schneller mit dem angeborenen Immunsystem. Also die kriegen Covid und sofort schießt das angeborene Immunsystem hoch mit der Antwort und schmeißt den Covid direkt wieder raus. Und dieses rasche Anspringen verhindert, dass die wirklich A, krank werden und B, übertragen. Und was man eben gesehen hat bei den Älteren, und das heißt, je älter, desto schlechter reagiert dieses angeborene Immunsystem, weil es einfach älter wurde. Also die Kinder, jetzt auch nachgewiesen im Labor, reagieren super schnell mit der Körperabwehr und schaffen es, den Covid wieder rauszuschmeißen. Und je älter wir halt werden, desto mehr wird es. Was wieder ganz klar dafür spricht, dass diese Gabe von Antikörpern, die man von Patienten gewonnen hat, die das überlebt haben, nur im Frühstadium helfen kann. Weil genau da setzen die an, aber auch da ist ja Claudia Denkinger wieder dabei hier. Wir machen da einer riesengroßen internationalen Studie dabei, wo genau das versucht wird bei frühen Patienten. Das sieht man hier auch nochmal im Bild, da sieht man eben immer hochreguliert, und auch da sieht man die Kinder, die reagieren sofort, schießen hoch mit diesen Erkrankungen. Die Kinder, die diesen angeborenen Immundefekt hatten, die reagieren eben wie Erwachsene, wie alte Erwachsene. Und daher ganz klar jetzt der Nachweis, das angeborene Immunsystem reagiert einfach schneller bei Kindern. Was tut sich bei den Impfungen? Das sind die ganzen Phasen, wo die Firmen sich befinden. Also diese Pfeile gehen jetzt immer weiter Richtung den notwendigen Studiendaten. Und jetzt habe ich das noch mitgebracht, weil da immer so ein paar Fragen kamen dann auch im Nachhinein, wie das genau funktioniert mit einer Impfstoffentwicklung. Also ich habe den Virus, ich nehme den Virus genetisch auseinander. Wenn ich dann genau weiß, wie der aussieht, dann kann ich einen Impfstoff designen. Dann geht es ins Tier. Dieser Schritt fehlt bei allen Covid-Impfungen, weil das Tier gibt kein Covid-Problem. Und dann geht eben die Erprobung an Freiwilligen los. Das ist die Phase 1-Studie, wo es eigentlich geht, gibt es ein Sicherheitsprofil. Dann die Phase 2, wo es darum geht, ich muss es im größeren Kollektiv machen. Und dann in der Phase 3 eben mit bis zu 10.000 Patienten. Dann kommt die Großproduktion, die beginnt in der Regel parallel zu der Erprobung Freiwilligen. Dann kommt das Zulassungsverfahren und dann die Versorgung mit der Bevölkerung. Also diesen Zirkel muss es durchlaufen. Wie gesagt, bei Covid super schneller Verfahren, weil diese Analyse des Virus ging super kurz.
Die Firmenhersteller hatten gute Ideen über das Design. Die Tierproben fielen weg, sodass man direkt von 2 nach 4 konnte. Das direkt mit 5 verknüpft. Also auch CuraVac hat ja schon Produktionsflächen, die das machen können. Und die Zulassungsverfahren sind beschleunigt worden. Daher erreichen wir schnell die Nummer 7. Das muss man einfach gucken. Letzte Woche hatte ich gezeigt, wie Deutschland bezüglich des Impfen geht. Jetzt gibt es eine Umfrage, wie sieht denn die Bevölkerung aus bezüglich der Effektivität oder warum wollen sie nicht? Und man hat jetzt die befragt, die sich nicht impfen lassen wollen. Und dann sieht man, die meisten, ein Viertel glauben, der ist nicht sicher genug. Das kann man sicher sagen für den russischen Impfstoff, der 38 pro Freiwillige und jetzt zugelassen, da kann man das sagen, aber auch in Deutschland ist das, diese 24%, die kann man unbesorgt entgegen. Gut. Ich bin besorgt über mögliche Nebenwirkungen, gut, über akute Nebenwirkungen. Ich glaube, auch das kann man wegwischen, was so ein Impfstoff natürlich im langen Verlauf macht, in 5, 6 Jahren, weiß niemand. Ich glaube nicht, dass Covid gefährlich ist für meine Gesundheit. Gut, da muss man gar nichts dazu sagen. Da muss man nur die Zahlen lesen. Ich lehne die Impfung generell ab. Deutschland hat einfach eine gewisse Zahl von Impfgegnern, egal ob Covid oder was anderes. Auch da kann man als Mediziner nur den Kopf schütteln, genauso wie über die letzte Aussage, soll es die Natur entscheiden. Das haben wir im Steinzeitalter gemacht. Da sind wir dann doch glücklicherweise davon entfernt. Es gibt jetzt immer mehr Daten auch für bezüglich der Dunkelziffer. Das ist die erste große Arbeit, die man geguckt hat, wie viele Leute hatten es, indem sie alle Daten, die weltweit produziert wurden, analysiert haben. Und man geht eben davon aus, dass die Dunkelziffer so 20 bis 30% beträgt. Also wir haben sicher schon viel mehr Erkrankte, die schon durchgemacht haben. Aber so, dass man von der Herdenimmunität ausgehen kann durch unerkannte, unbemerkte Infektionen, das kann man auch sicher nicht vermuten. Also es wird ein paar geben, die schon hatten, aber das wird nicht ausreichen, dass wir an irgendeiner Impfung oder ihren Maßnahmen vorbeikommen. Und last not least, du hast schon gefragt, wie sieht es in Krankenhäusern aus? Die Boston hatten das mal strukturiert durchgemacht. Da ging es wirklich darum, wie viele Menschen stecken sich im Krankenhaus mit Covid an? Also ist für einen Patienten Krankenhaus gefährlich. Und da haben sie 10.000 Patienten, die stationär waren, 700 Covid-Fälle und haben dann die wirklich nachverfolgt über eine lange Zeit. Und es kam ein einziger Patient raus, der sich vielleicht im Krankenhaus angesteckt haben hätte können. Und alle anderen haben schon mitgebracht oder es hat die Ehefrau reingebracht. Also ganz klar, die Krankenhäuser mit den Maßnahmen, Temperatur messen, im Campus, jetzt diesen Schnelltest, Fragebögen, die sind so effektiv, dass man jetzt keine Sorge haben muss, dass man sich im Krankenhaus anstecken muss. Also daher, was ja auch die Kollegen, mit denen wir schon gesprochen hatten, immer wieder bemerkt haben, wenn die Patienten Beschwerden haben, kommt ins Krankenhaus, im Krankenhaus besteht kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, da ist man safe, vielleicht sogar safer wie außerhalb vom Krankenhaus. Und damit fasse ich mal wieder zusammen. Es gibt ja noch so etwas anderes, nennt sich Covid-Art. Es wurde während Covid, wo eben Künstler nicht mehr so in der breiten Öffentlichkeit aktiv werden könnte, vieles getan. Die Schweiz hat eine tolle Aktion mit Matterhorn. Die haben das Matterhorn jeden Abend in anderen Farben angestrahlt. Eine Nacht war auch mal deutsch. Ja. Gibt also ganz tolle Bilder, die man da sehen kann. Also ich glaube, Covid wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen und wir müssen gucken, dass wir da sauber durchkommen. Und damit danke ich fürs Zuhören. Hast du das Bild selbst aufgenommen? Dann musst du ja in Quarantäne. Nö, warum? Wegen dem Smarterhorn war ja nicht infiziert. Ja. Aber es gibt verschiedene Quarantänearten, ne, glaube ich. Ja, also es gibt einmal die Quarantänearten, einfach ich bin jetzt Risikomensch, habe irgendwie einen normalen Job. Was muss ich machen? Und es gibt sogenannte Arbeitsquarantänen. Also was macht jetzt zum Beispiel eine Krankenschwester bei uns, die mit dem Covid-Patienten zu tun hatte und keine Schutzausrüstung anhatte? Ja? Da gibt es Vorteile, da gibt es eine sogenannte Arbeitsquarantäne.
Das heißt, die dürfen weiterarbeiten, weil sie sind systemrelevant. Ja, ohne Pflege, ohne Ärzte geht keine Intensivstation, müssen aber zu Hause Quarantäne einhalten. Also es gibt verschiedene Abstufungen der Quarantäne. Das legt das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt fest, wer wie unter welchen Bedingungen arbeiten darf und wer und wie getestet werden muss. Lieber Felix, das war mal wieder hochinteressant. Wir haben eine gewaltige Warteliste von hochkarätigen Gästen. Ihr könnt euch jetzt schon freuen auf den neuen Chef der Uni Heidelberg, Professor Dr. Ingo Augenried, und ebenfalls neu in der Uni in Heidelberg den Chef der Kardiologie, Professor Dr. Norbert Frey. So, das war's. Dann bitte, bitte bleibt alle gesund. Ganz liebe Grüße von Felix, von Christian und von mir, und noch einen schönen Sonntag. Tschüss.